Das ist Beat und er sucht seit Jahren eine Lösung für das Energieproblem. Beat will einfach nicht glauben, dass das riesige Energiepotenzial aus der Umgebungswärme angeblich technisch nicht genutzt werden kann. Genaue Betrachtungen von gespeicherten Energien, welche nur mit Hilfsmitteln genutzt werden können, haben Beat zu folgenden Überlegungen veranlasst. In der Natur geht Wärmeenergie immer nur von der höheren Temperatur auf die tiefere Temperatur über. Daher braucht es auch hier ein Hilfsmittel, damit Umgebungswärme auf ein höheres Energiepotenzial gebracht werden kann. Der Parabolspiegel. Wärme ist nichts anderes als eine elektromagnetische Strahlung, welche auch im Infrarotbereich auf einer glänzenden, hellen Oberfläche reflektiert wird. Genau diesen Effekt nutzen wir mit einem Parabolspiegel aus, indem wir die elektromagnetische Strahlung von einer optimalen Strahlungsquelle aus sehr kurzer Distanz mit seiner Hilfe in einen kleinen, schwarzen Hohlkörper fokussieren. Bedingt durch die erhöhte Wärmestrahlung, die den Hohlkörper erreicht, steigt die Leistungsdichte und damit seine Temperatur so lange, bis diese mit der Wärmestrahlung der Strahlungsquelle im Gleichgewicht steht, was mehrere hundert Grad Celsius an Temperaturunterschied ausmachen kann. Dieser Effekt kann auch in die andere Richtung gekehrt werden, indem wir über die große Strahlungsquelle Kälteenergie erzeugen und über den Hohlkörper Wärmeenergie an die Umgebung abgeben. Mit einem Parabolspiegel von 3,5 Metern Durchmesser können wir pro Jahr bei einer Durchschnittstemperatur von 10 Grad Celsius etwa 10.000 Kilowattstunden Wärmeenergie erzeugen, was etwa 877 Liter Öl einspart. Im direkten Leistungsvergleich mit einer Solaranlage in unseren Breitengraden entspricht dies in etwa einer aktiven Solarfläche von 60 Quadratmetern. Der Vorteil dieser Anlage besteht darin, dass diese saubere Energie liefert, autonom eingesetzt werden kann, witterungsunabhängig ist, untertags eingesetzt werden kann, kostengünstig ist und eine lange Laufzeit aufweist, uns energietechnisch unabhängiger vom Ausland macht. Eigentlich ganz einfach. Und nun hast du die Möglichkeit, dich im Rahmen unseres Crowdfunding-Projekts mit einem Beitrag an der Entwicklung unserer Idee und an der nachhaltigen Reduzierung der Treibhausgase zu beteiligen.